So, Aufnahme gestartet. Wir sind in zwei Parteien. Ich verrate aber noch nicht, wer die gleiche Partei hat. Könnte aber ein sehr lustiges Spiel werden. Warum? Heute mit Justus Heidenreich. Ich mag die Partei nicht. Guck mal die Fresse, Paul, du bist fett. So, also Justus hat endlich seine Wunschpartei. Gamer Broski, genau, ist auch hier. Und das bin ich, hallo. Ja, okay. Schön, dass ihr alle wieder so toll euch hier begrüßt habt. Wer hat alles? Kein Problem, Karl. Karl hat AIDS? ADHS, hab ich gesagt. Ja, aber er hat AIDS. Nein, ADHS. Das hat er wahrscheinlich vom dicken Cock. Wer, Karl? Okay, jetzt hab ich übrigens alles auf Aufnahme. Nein, das schneide ich raus. Das schneidest du raus. Ja. Minimal. So, also, in der Zeit, in der ich jetzt weg gewesen bin, aufgrund von Nasenbluten, ist ein bisschen was geschehen. Ich hatte tatsächlich vor dem ersten Schnitt schon Nasenbluten. Hab ich mir noch nicht anmerken lassen. Also wie ihr sehen könnt, Gamer Broski hier unten. Nee, das ist Paul Dressler, genau. Das ist Paul Dressler, der ist immer hier. Hast du mich jetzt gerade mit einem Paul verwechselt? Hier oben ist viel Spaß nach wie vor. Sei froh, dass du Dressler heißen darfst, Lennart. Tja, einmal. Genau, die beiden Isengarter hier sind ziemlich gut truppenmäßig aufgestellt. Genau. Wo haben wir Lennart? Genau, Lennart, der. Was macht der eigentlich? Hello Darkness, his heart. So, das macht er da unten. Und der hat. Achso, ja. Der hat auch gute Dings. Hier spitzen. Der hat hier halt über die Map quer verteilt ein paar Gehöfte. Habe ich gar nicht. Die beiden. Ich rede gerade von Lennart. Ich frage mich nur, warum die beiden. Lennart? Ich frage mich gerade nur, warum die beiden. Justus und Lennart so fast identische Farben haben, die nicht so leicht voneinander zu unterscheiden sind. Also, Justus! Egal. Das war jetzt mein kleines Zwischenupdate. Wisst ihr Bescheid, was hier gerade abgeht? Meld mich dann wieder, wenn es wirklich was Interessantes gibt. Geh auf Lennart! So, jetzt ist hier der Wendepunkt rausgekommen. Lennart hat unter Rohren Endings gebaut. Ist auch Bescheid. Du bist so ein Keck, Junge, Alter, ich geb dir gleich so eine Bombe. Nö. Keine. Oh nein. Kein Frieden mehr mit Lennart, Junge. Kein Frieden mehr mit Lennart. Paul Dressler regt sich ein bisschen auf und der hat auch das schon. Das war's. Der hat auch schon ordentlich Feuerpfeile angesammelt. Das ist nicht so gut für Lennart. Nö. Hauptsache die Festung ist kaputt irgendwann mal. Was soll das jetzt heißen? Ah, stimmt. Schöne Katapult brauche ich ja auch noch, um dann direkt ins Maul zu schießen. Ja. Halt! Oh, Justus geht auf Schwertgruppen, das ist auch mal interessant. Das habe ich. Ich habe in der Kampagne habe ich mit dem mal gespielt. Das ist verdammt OP. Also im Nahkampf. Mit den Schwertgruppen. Ja. Ja, ich habe anfangs auch mal mit denen gespielt, aber irgendwann hatte ich da keinen Bock mehr drauf, weil das zu lange gedauert hat, um die fähig zu machen. Ne? Nee, weil, Legende. Aber schon, dass Lennarts Trupp mit den Reitern da auch recht effektiv gegen sein können. Ja, ich weiß halt nicht, ob er Reiter hat. Ich weiß halt nicht, ob er Reiter hat, das ist das Ding. Nein, halt nicht. Die Sache ist, Rohan ist halt wirklich die Reiterpartei und ohne Reiter hat man unter Rohan ein bisschen. Ja, ich weiß, deswegen, ich spiele erst mit denen hier. Paul geht wieder auf die Standardtaktik, wie es so aussieht. Okay, ich weiß was. Hey, so leise hier. Gar nicht. War kein Spoiler. Ich sag nur, dass du wieder deine, besser gesagt, hier, die Justus und ich eingeführt haben, die Formation. Wir benutzen jetzt auch wieder hier. Spät wieder Bogenschützen, ne? Genau. Lennarts Kuschel. Lennart! Er geht auf Paul!
Oh, Lennart, Junge, geh mal weg, ich will gerade Distus wegmachen. Woher weißt du, dass Lennart auf Paul geht? Das sehe ich halt. Er hat Isengard. Palantir. Lennart, ich wollte gerade Justus Griff wegmachen und der ist da oben behält, dann gibt's richtig blieb, weißt du? Ich war schon auf, Dicker. Ja, also ich sehe da oben von Justus ein paar Sachen. Wird auch ganz lustig werden. Hier sind erstmal keine Truppen. Wo sind die hin? Ah, sie, da hinten gehen die Feuerbringer zurück. Das freut mich doch, also das könnte eine sehr, sehr spannende Runde werden. Sehr lustig. Vor allem wird sich ja am Ende zeigen, wer da wirklich der Beste ist. Naja, verladen, da wird sich das erst zeigen. Genau, auf der Lade. Ich kann ab irgendeiner Stunde oder so, oder ab einem bestimmten Datum, kann ich so. Also, in der Stunde so, ich kann irgendwie eine Stunde lang oder so. Kannst du eine Stunde also, lang auf meiner LAN sein, oder wie? Nein! Jetzt dieses Spiel. Um 11 Uhr geht's ein Internet aus, glaube ich. Wenn man das wählt. Ich kann ja mal gerade ankündigen, hier als Zoom-Crew-Chef. Ich werde wohl ein Video machen zu der nächsten LAN. Zum Beispiel Aufbau, Verlauf und so. Und man kann natürlich auch davon ausgehen, dass wir, wenn wir auf der LAN sind, ein paar Videos machen, unter anderem für Summen und sowas. Also, vielleicht kriegt ihr da ja ordentlich Content geliefert. Wer weiß, vielleicht soll da eben so einen kleinen. Oder vielleicht haben wir auch überhaupt keinen. Oder wir machen vielleicht so einen kleinen Stream oder so und packen das auf YouTube. Das heißt, wer das live mitverfolgen möchte, kann das gerne machen. haben wir unendlich viele Möglichkeiten. Das heißt, es ist eine ganz schöne Sache. Wird im September stattfinden, also kann man sich als Zuschauer schon drauf freuen. Ich dachte, jetzt kommen noch Kommentare von euch, aber ihr seid natürlich. Achso, ja, wir freuen uns natürlich auch schon auf die Namen, zumindest ich. Keine Ahnung, was die anderen denken. Also irgendwie hast du gerade das Recht auf die Land verwehrt. Was? Ich? Was? Ich? Warte mal! Oh nee, ich hab keinen Bock mehr, dich ausreden zu lassen, das zieht Speicher. Aufnahme, stopp! So, hier findet gerade ein bisschen Action statt. Hier sehen wir Pauls Truppen gegen Justus Truppen. Also, der Kampf unserer Zeit. Paul Dressler gegen... Oh, es hängt wieder. Paul Dressler gegen Isenspast. Oh, meine Truppen waren nicht gut. Deine Truppen sind egal. Egal wie hoch die gelevelt sind, sind die immer scheiße. Die Pauls Truppen haben zum Rüstentag keine Rüstung. Und das unterscheidet sich gar nicht so gut. Deswegen hat Justus potenziell bessere Kämpfen. Wir sehen auch die Pauls Berserker in der Zeit, oder sind es? Nee, sind auch mal nicht. Den Vorposten aus irgendwelchen Gründen angreifen, jetzt haben sie damit aufgehört. Justus baut neuen Wachturm auf. Sehr interessant. Welche beiden Punkte sind am Ende fürs Spiel? Finde ich auch. Jetzt haben wir mal so eine schöne Gegenüberstellung. Vor allem, wie sich diese Truppen alle dezimiert haben mittlerweile. Nachdem waren es von Pauls Seite noch 4 Bataillone und Justus hat gewonnen. Das war. Einige Uhrungsspeerträger sind in Gruben entstehen. Justus Truppen haben Pauls Truppen alle besiegt. Jetzt muss Paul aufpassen, denn wenn Justus direkt jetzt schon pusht. Dann muss das Maul. Na, dann hat Paul ein kleines Problem. Aber wie es so aussieht, macht Justus das nicht. Nee, ich habe gerade kein Problem mehr. Karl, ich weiß nicht, was du gerade siehst oder so, aber ich glaube, du weißt, was ich mache. Ach du Scheiße. Ich kommentiere das Spiel. Das ist wichtig. Es ist, Und da du ja nichts kommentierst, muss ich das kommentieren. Das ist korrekt. Irgendeine Funktion muss ja der tolle Beobachter haben. Das heißt so toll. Der ist gut. Also ich mag die Rolle als Beobachter. Können wir ruhig öfters machen. Bei Lennart ist irgendwie tot und Hose. Classic. Kein Geld. Und ihre Armbrüste sind bereit. Unten!
Was? So, Boy hat in der Zeit seine Truppen wieder anständig aufgebaut, das ging sogar recht schnell. Ohne Katz aus der Welle. Und das war anscheinend Stichwort genug für Justus. Einige Uhr- und Speerträger sind in Gruben entstiegen. Also wir können davon ausgehen, dass die Lage gleich wieder eskaliert. Und Paul auch schon wieder schön Truppen-Upgrades geholt für die SL-Bellanierung. Oh, so ein Kick. So, jetzt spätestens jetzt kann die Lage eskalieren. Können wir jetzt da schon drauf fallen. Und da ich jetzt mal wirklich super platzspannend bin, mache ich die Aufnahme weiter, wenn sie sich gegenüberstehen. So, wenn Lennart jetzt nicht schnell reagiert, dann wird er gleich in der Festung hochgehen. Wo ist die Bombe? Wo ist die Bombe? Wo ist die Bombe? So. Jetzt geht's um, Jungs! Und wie wir hier den Berserker sehen und er sich schön. Oh, jetzt! Da hinten. Jetzt wird geballert! Jetzt wird geballert! RIP Lennart! Ach, da! Wanz! Hier wird einmarschiert! Oh, Justus, ich glaube, einmarschieren ist keine gute Idee. Oh, fuck! Jetzt fragt wieder Porn. Gut, dann haben wir hier doch wieder eine schöne Szene. Zwischen Paul und Justus ist gar nicht so viel passiert, lustigerweise. Aber das kommt noch. Lustig. Die beiden sind ja die größten Erzfeinde. Zerfallen? Eigentlich schon in jedem Spiel, CS. Scheiß Bauern! Oh, Isengard Vorposten, Paul Dressler. Ja, aber ich hab. Lennart, die greifen dich nicht an, keine Sorge. Friedens. Dafür lasse ich dein Gehöfter, okay? Peace. Ja. Jetzt gibt's auch mal. Okay, da ist ein Endting, aber das greift mich bitte nicht. Junge, das Endting ist ein Meter weit weg. Ja, so 2 Meter? Ja, kann man auch sagen. Aber was ich mach da nur. Oh, ja, Jesus, sowas kennst du nicht, ne? Ich kenn nur keine Baugenehmigung. Ach ne. Ach ne. Justus zettelt einen Krieg an, indem er das Rohan zerstört, Stufe 3 wohl angemerkt. Jetzt stirbt er. Jetzt gibt's deutliche Schläge. Waage! So, was sind jetzt Pauls taktische Maßnahmen? Erstmal können wir sehen, was Justus' Maßnahmen sind. Ja, klar. Das verrate ich aber nicht. Ich bin ja Beobachter. Und sehe, was Justus gerade macht. Noch mehr Uruks kommen aus dem Boden. Das ist toll. Ich würde so gerne öfters Beobachter sein. Das ist einfach so ein toller. Oh, darfst du leider nicht. Kannst du doch. Ja, okay. Kann ich auch. Kann du doch. Echt mal, er kann es. Ich kann es. Er kann es. Ich kann es. Nimm da mal ein Beispiel. Ja. Er kann es. So. Ah, ich hab eine Migräne. Dann schauen wir mal gerade, wie es so mit den Rohstoffen aussieht. Da haben die ordentlich was auf der hohen Kante. außer Lennart. Paul Dressler läuft auch noch. Also, wie immer, melde mich zurück. Wie so ein okay. News-Reporter, so, wenn es irgendwas Neues, Interessantes, Spannendes gibt. Scheiße, Mann, Freeway ausgetrunken. Okay. Also, was wir hier sehen, nennt sich, ich bezeichne es jetzt mal nicht, irgendwie nicht, wie soll man sagen. Ich habe da gerade einen Begriff für, aber der ist nicht angemessen fürs Video. Das ist nämlich wirklich eine recht gewaltige Armee, die sich hier aufbaut. Vielleicht kann man sich ja ahnen, wo es ist. Hier in dem Bereich hat sich auch schon ein bisschen was getan. Also ich kann schon ahnen, was Justus schon wieder vorhat. Der hat meine Balliste, dass du in den Gehöft angefangen. Ich verstehe. Ach so, deine Balliste. Ach so. Ist ja ganz normal, dass du hier hinfährst.
Ich weiß nicht, ob ich das dann im letzten Schnitt drin hatte, aber Lennart und Paul haben so eine Art Friedensvertrag geschlossen. Aber nur von den Standorten, so von... Ach so, wieso produzierst du Bierflaschen? Die Überliste ist aber nicht für dich gedacht. Die Überliste ist für dich. Kein Krieg so, aber nur geöffnet, ne? Nur öffnen oder so, ne? Aber keine Krieg. Die Überliste ist auch weggefahren. Ich brauchte das zwei kurz. No. Ups. Ja. Also ich bin mal gespannt, wie das am Ende ausgehen wird. Ich frage mich, wie viel Kommandeurspunkte? Justus hat... Alter, 300 Kommandeurspunkte, läuft. Mohan hat nur 150. Ja, Paul auch. Und Paul auch. Ah, 300 Kommandeurspunkte ist natürlich ordentlich was. Kann ich nur vertrauen. Möchtest du bitte deine Balliste unter Kontrolle stellen? Achso, oh, stimmt. Paul, ey. Das gehört aber nicht zum Friedensvertrag mit dazu. Nö. Kann es leider vorkommen, dass das mit immer mal. Ist geil, wie die Balliste einfach die gleiche Spur fährt wie die vorherige. Aha. Aha. Okay. Und die Mauer hat Lennart immer noch nicht ganz repariert bekommen von dem Anschlag. Halt's Maul! So, Benedikt, einmal zurück! Justus ist eh nicht in der Zeit da. Einmal zurück, Justus, bin dann... Okay, jetzt geht's. Jetzt wird es eskalieren, deswegen lasse ich das direkt im Schnitt drin. Okay, wo ist er schon? Scheiße. Justus provoziert jetzt nämlich aufs enormste Paul. Ah, okay. Auf die Flanken. Ihr müsst rausspielen, raus. Die Flanken, raus. Also das sieht nicht so gut aus wie Justus gerade. Wenn er jetzt nicht was tut. Denn die Truppen sind eh nicht gut. Aber es hat halt den Vorteil, dass er die Welttruppen haben, die besser sind als die ganzen. Aha. Und da schleichen sich zwei weitere an. Oh. Karl, komm zu mir. Ja. Was ist? Und die Mauer ist jetzt vollständig repariert. Naja, es dauert noch ein bisschen. Ja, also die Schwertträger haben sich doch als eher nützlich erwiesen. Jetzt hält Paul auch gegen mit Ballisten. Baller! Also die liefern sich hier einen sehr, sehr bitteren Kampf, die beiden. Interessant, wer als erstes das Zeitliche segnet hier. In diesem Kampf. So, Naruman hat gerade mal so einen Feuerball abgeschossen. Das war dann die Balliste von Paul. Ich glaube, die zweite möchte er auch noch wegmachen, aber das geht mit dem Magieschloss nicht, ist das. Da musst du schon draufhauen. So. Guck mal, beide, Justus und Paul sind beide so konzentriert. Schrecklich. Justus ist überhaupt noch im Sprachchat drin. Ja. Wahrscheinlich sieht man ihn nur von außen so ein Bildschirm mit seinem Face so. Oder so. Ja, der hat doch irgendwas davon geredet, dass er nur noch mit mobilen Daten gleich hier reden kann. Hm. Weil sein Internet weggestellt wird.
noch mehr Uruks kommen aus den Gruben. Hier. Ich habe eine Frage. Was denn? Was gibt es denn? Ein Baumbart, ne? Ja. Dieser Führerschafts. Ist das nur. Ist das für immer oder bestimmte Zeit? Das für immer. Das ist so eine passive Fähigkeit, wenn man den Helden da hat, dann bleibt die auch da. Also solche passiven Fähigkeiten gibt es nämlich auch unter. Achso, ich kann das auswählen. Nice. Ja, aber es ändert glaube ich nicht. Der Führerschaftsbonus, der ist die ganze Zeit. Noch mehr genau, das ist jetzt auch die Fähigkeit. Führerschaftsbonus für Ents in der Nähe um die 50% Rüstung, 20% Reichweite und 25% Geschwindigkeit. Also, wie gesagt, ist immer da, geht nicht weg. Immer da, immer nach, genau. Ich muss noch meinen Laptop anschließen. Was ist das denn für ein Selbstmord? Noch mehr Uhr. Das ist die Tastatur. Also wenn du die Truppen opfern wolltest, das ist, hättest du die auch in so einen Schlachthaus schicken können. Dann hättest du dafür Rohstoffe zu. Scheiße. Ein kleiner Funfact, Lifehack zu sagen. Das lag halt von meinem PC. Jawohl, das sind jetzt. Das ist jetzt belanglos, das sehe ich jetzt hier keinen, dass dein Ladekabel weg ist. Ja, wenn der PC gleich ausgeht. Wir wollen euch spielen sehen. Kampf. Jetzt. Wir wollen euch spielen sehen. Der PC geht dann gleich aus. Ja, mein das Kampf geht jetzt hier los. Ja, warte, mein, nicht an, ne? Nicht mein, angreifen kann. Mein Kampf. Ich suche kurz das Ding da. Ja gut, wie gesagt, ich schalte dann wieder ein, wenn es hier spannend ist. So, und jetzt kommt hier ein sehr fataler Schlag gegen Paul von Justus. Mal wieder. Ist ja keine Notkennung. Ja, Junge, hat die Mitte. Hat sich festgenommen in der Mitte und es war gegen die Regeln. Das ist so kacke. Oh, Lennart, verpiss dich! Ey, Junge, du hast die in der Mitte, Alter. Das war gegen die Regeln, das weißt du auch. Hi, was hast du gesagt? Solche Leute braucht das, aber nicht solche Leute. Der Junge, Alter, er hat einen in der Mitte, das ist so unfair. Der hat dadurch vielleicht. Was hast du? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ja, wir finden es doch alle gut, dass Lennart jetzt mal ein bisschen anfängt, hier Druck zu machen. Okay, jetzt geht schon gegen Justus Haupt, gegen Pauls Haupthaus. Interessant. Oh, ein Bataillon hat schon Rang 6 erreicht von Justus, das andere Rang 7. Ja, ich weiß. Hier ist noch ein 4er und ein 3er. So, das Haupthaus von Paul ist zerstört. Was? Das könnte ziemlich knapp werden. Ja, ich habe keinen Bock mehr. Wir haben gesagt, nicht in der Mitte und keine weiten Festung und der hat sich einfach eine geholt. Wir haben ja schon extra eine Dreierkarte genommen, damit das jetzt nicht, damit sich nicht einer so eine große Festung noch extra holen kann. Weil das ist ja, dann nicht wirklich Sinn. Ja, das ist ja nur ein, in einer Abführung, ein Lager. Also das ist, Junge, da hätte ich das Graf jetzt auch genauso viele Rohstoffe wie er gehabt. Ich hätte auch die ganze Zeit neu upgraden können. Ich habe jetzt 1000 Rohstoffe. Dann kann ja, aber in der Festung in der Mitte, da hat er nur Wachtürme stehen. Ja, trotzdem. Außerdem kommt man so meist. Nicht wirklich Rohstoffe. Das nicht. Ja!
Bennett macht schon wieder sein Ja-Geräusch. Ja. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Oh nein. Nicht noch mehr. Aha. Wenn Lennart jetzt so im Friedensvertrag mit Paul stehen will, dann wird er Paul noch helfen. Ansonsten ist Paul nicht der... Paul, Justus, der Feuerwehr ist nicht effektiv gegen die Keule. Jetzt wo schießt! Also, wenn er ein Ehrenlennart ist, dann hält er den Friedensvertrag ein. Und ich hab selbst keine Truppe. Ich kann nur... Was machst du eigentlich das ganze Spiel? Irgendwie ist von dir irgendwie ganz gekommen und nur diese eine Attacke mit den Ends, die jetzt schief gelaufen. Das ist irgendwie richtig traurig, du bist nicht mehr der alte Lennart. Ich hab's verletzt. Ich hab's verletzt. Ja, wir werden alle älter. Aber die Sache ist, ja. Wenn Justus jetzt Paul weg hat, was jetzt gleich in etwa einer halben Minute der Fall sein wird, dann hat Justus eine quasi dritte Festung und jetzt ist Paul weg. Oder er, ja doch, er ist noch nicht weg, er hat noch einen Vorposten. Junge, Paul! Ich kann ihm nicht helfen, seine Türme schießen mich ab und seine Jungs verfolgen mich. Ich kann ihm nicht helfen. So, und theoretisch kann Justus sich eine neue Festung holen. Und wenn ich jetzt mal gerade mir das anschaue, was Justus alles so hat. Ich darf nicht spoilern, aber ich sehe gerade irgendwie... Er holt eine dritte, Alter, meine. Ja, komm, das bringt doch alles nichts, ey. Wir haben gesagt eine und er holt sich drei. Ja, ich habe halt direkt gekämpft am Anfang. Du hast ja eine zweite geholt, das war gegen die Regel. Nein, das war nicht gegen die Regel. Das musst du sagen, als ich mit Lennart mit dir gespielt habe, da hast du dir 6 Festungen geholt. Ja, aber da, das ja, war ja auch richtig geholt. Geil. 6 Festungen, Alter, wie kriegt man das überhaupt hin? Das klingt auch, überhaupt nicht, weil 6 die maximale Anzahl ist. 4. Ja, also, wenn man ganz ehrlich ist, dann hat Justus jetzt die Überhand und Lennart kann das Spiel vergessen. Also anhand meiner Beobachtung kann ich das so einschätzen. Ich kann meinen Trupp nicht mehr von Lennart Stinks weg. Das ist das Problem. Ja, Lennart, dann reißt doch das Gebäude ab da. Ach du Scheiße! Ey, die sind Rang 10. Meine Truppen, wie heftig. Deswegen ziehe ich die immer direkt zurück. Ne, ich hatte auch schon meine Folge Rang 10 Truppen. Aber wenn man da, ja, wenn man da nicht, also wenn man die nicht gezielt Rang 10 kriegt, dann geht das tatsächlich sogar irgendwie gefühlt schneller, als wenn man da immer darauf achtet, dass die Rang 10 kommen. Also einfach random mit dem kämpfen und irgendwie mit Bannerträgern regenerieren die sich. So! Dann passt halt schon. Ja, jetzt kommt der Weihrauch von Justus, das war nämlich das Symbol in der Fähigkeitsleiste, das ich gerade eben gesehen habe. Ja, der hat sich gar nichts machen, das Ding holen jetzt einfach von selber. Warte, wie geht das nochmal? Feuer spucken, so. Er ist AFK, der Weihrauch. Ah, ich weiß. Ja, aber wie er das Tor wegmacht von Noah, das ist echt... Draußen! Aha. Ist das jetzt kaputt? Wie gesagt, dann hätte sich mehr am Krieg beteiligen müssen. Hätte es jetzt vielleicht irgendwie einen Aragorn gehabt oder so. Eine Geisterarmee. Einmarschieren! So eine kleine Geisterarmee, die reicht sogar schon und die ist richtig effektiv gegen... gegen Pyro. Nur jetzt ist es voraussichtlich zu spät, denn jetzt kommen die Truppen von Justus und die machen alles platt. Isengard, jetzt.
Und hier demonstrieren wir nochmal den Feuerball, der sowas von effektiv ist. Also die Truppen sind auch so behindert, ne? Die gehen einfach runter von ihrem Kosten. Wo ist das nicht gesagt? Rudi und mir. Oh, das war's mit dem Bayrock, der ist weg, aber so wie ich das einschätzen kann, können deine vier Elbenkrieger da nichts mehr machen. Heißt in anderen Worten, Lennart ist tot. Die Enten sind zu langsam, Lennart. Die Enten sind zu langsam. Oh, geil. So. So, das war's mit Lennart. So, und ach. Paul ist eh nur noch ein Vorposten, deswegen. Ich weiß, dass er nur noch Vorposten ist. Als ob die Ents noch existieren. Oh, der lebt da oben noch. Ja, egal. Warum leben die Ents noch? Gamer Broski wurde besiegt, aber die Ents leben noch. Ich hab sie beim Sterben. Paul hat das Spiel verlassen. Okay, gut. Fuck, eine geile Runde. Ach. Ich bin nicht mehr der Alte. Statistiken analysieren. Ja, mit Junge, man sieht doch einfach, wie klar das war. Das immer so. Guckt euch meine Rohstoffe an. Ja, warum? Jemand sieht, dass Justus seine, dass seine viele, Truppen immer wieder zurückgezogen hat. Ich hab nur. Paul, guck mal, wie wenig Einheiten ich erschaffen hab. Ja, weil du dich immer wieder zurückziehst, Alter. Wer? Du! Was mache ich? Jetzt geht's wieder los. Jetzt fang ich an. Ich finde das immer wieder legendär mit euch, ey. Jetzt kommt noch der Aufmerksamkeitstest. Ach du Scheiße, gefallene Truppen bei Paul 6x12. Ja, aber man sieht auch wirklich, also Gamer ist wirklich nicht mehr ganz der Alter, also Gamer Broski. Was mit mir? Tja, du hast einfach nie deine maximale Truppenstärke erreicht. Nie im Spiel. Doch. Lennart, warum mal so der... Ja, ich denke mal, dass Lennart falsch mit Rohan gespielt hat. Ich kann nicht mit Rohan spielen. Lennart ist eher so ein Gondor-Mordor-Typ. Aber jetzt weiß ich, was Rohan kann. Nichts. Nein, von den Bogenschützen her, die sind voll stark. Junge, du müsstest einfach mit den Rohirrims, dann noch mit Gimli und Legolas spielen, dann hast du es geschafft. Ich hab gesagt, ich meine noch Runde Counter-Strike. Also meiner Meinung nach, ich habe das Spiel ja lange Zeit analysiert, hast du zu viel Rohstoffe in Ents investiert, Lennart. Da hättest du eher also in deine Truppen investieren sollen und dann mit den Truppen auch immer effektiv auf Justus draufgehen und den schwächen. Wie gesagt, ich kann nicht mit Rohan spielen. Ja. Nur ich hatte halt Angst, ich dachte, da kommen jetzt noch mehr Truppen, als du in der Mitte die angegriffen hast. Dachte ich halt, scheiße, jetzt habe ich die Base verloren, jetzt muss ich mich wieder sammeln oben in meiner Burg, muss die jetzt zurückerobern. Karl, aber dann habe ich noch Feuerfalltypen gehabt und die habe ich da runtergeschickt. Karl, noch ein bisschen Battleground? Ich habe das nicht mehr installiert, tut mir leid. Paul Dressler. Minecraft! Weiter Platz. So, passt auf, dann setze ich hier meinen Schnitt. Ich schneide die Folge dann noch zusammen, dann wird das vielleicht mit dem heute rauskommen doch noch was. Okay, Karl, hast du Bock morgen mit mir, Lennart und Timothy, so ein Freund, morgen auf Riemekefest, so um 2? Ich schau mal, ob ich aufs Riemekefest komme. Aber ach, das ist ja jetzt nicht mehr relevant für die Aufnahme. Karl, wir müssen noch Tschüss. Ja, alle Tschüss sagen. Fickt euch, Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Wieder alle rasiert. Bye bye. Wir bleibt er noch? Okay, nein. Hört einfach auf. Okay, tschüss. Nein. Ciao.